Wir sind heute hier zu Gast beim Dr. Wolfgang Lederbauer. Er ist Begründer und Präsident des Vereins Sofort Humanity. Und dieser Verein ist eine Organisation, die sich mit der Durchsetzung von Bürgerrechten und politischen Rechten beschäftigt. Herr Dr. Lederbauer, warum haben Sie diesen Verein gegründet? Das hat eine lange Geschichte, die muss ich zum besseren Verständnis kurz schildern. Ich war Mitglied des Rechnungshofs der Republik Österreich, 1981 eingetreten, haben mir erlaubt, eine Erfindung zu machen. Im Jahr 1985 habe diese Erfindung gemeldet, wurde zunächst belächelt, dann stellte sich heraus, dass wir eine ernsthafte Konkurrenz auf einem Milliarden-Euro-Markt waren und haben letztlich in Kalifornien einen Preis gewonnen. Wichtig ist zu bemerken, ich habe das selbstverständlich, wie es im Beamtendienstrecht vorgesehen ist, mehrmals schriftlich gemeldet, wurde alles ignoriert und nach einem skandalösen Disziplinarverfahren bin ich im Juli 2000 entlassen worden vom Rechnungshof wie ein Verbrecher. Das habe ich mir nicht gefallen lassen, habe Beschwerden beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, aber vorher beim Verwaltungs- und Verfassungsgerichtshof gemacht, wurde alles zugedeckt und dann habe ich durch Zufall entdeckt, dass es auch eine Beschwerdemöglichkeit beim UN-Menschenrechtsausschuss gibt und dann ging es los, dann habe ich erkannt, welche unglaublichen Probleme, nicht nur in meinem Fall, meiner ist nur von einer von vielen Zehntausenden, welche Probleme es hier bei den Betroffenen gibt und seither setze ich mich eben im Rahmen von Sofort Humanity Gesellschaft für mehr Bürgerrechte und politische Rechte ein. Wie erfolgreich war Ihre Beschwerde? Ja, da muss man unterscheiden, die innerstaatlichen Beschwerden, also in Österreich, Verwaltungsgerichtshof, Verfassungsgerichtshof, also alles noch innerhalb Österreichs, die waren nicht erfolgreich. Der Verfassungsgerichtshof hat die Beschwerde einfach abgelehnt, sie zu behandeln. Er hat sie zurückgewiesen. Das ist kein Thema für den Verfassungsgerichtshof, ob Beamte, das war damals ja das Thema, ein Recht auf ein faires Verfahren haben. Das hat den Verfassungsgerichtshof nicht interessiert, daher hat er es gar nicht angenommen. Zur besseren Beurteilung und zum besseren Verständnis. Auch öffentlich Bedienstete sollten natürlich das Recht auf ein faires Verfahren haben, was in der Europäischen Menschenrechtskonvention ja festgelegt ist. Und mittlerweile, das ist auch eine Konsequenz unserer Bemühungen, ist es so, dass bei Disziplinarverfahren gegen öffentlich Bedienstete sehr wohl die Öffentlichkeit zugelassen ist, also ein faires Verfahren, eine wichtige Bedingung eines fairen Verfahrens eingehalten wird. Sie haben auch probiert, zum Europäischen Menschenrechtsgerichtshof zu gehen. Wie war das Ja, dort? das war auch sehr spannend. Das wusste ich damals, dass man nach dem Ausschöpfen der österreichischen Instanzen zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gehen kann. Da gibt es bestimmte Bedingungen, das ist sehr wichtig, 6 Monate nach den höchstgerichtlichen Entscheidungen in Österreich muss man diese Beschwerde einreichen. Das habe ich getan. Und diese Beschwerde als Beamter, ich habe darauf gepocht, dass öffentlich bedienstete Beamte auch das Recht auf ein faires Verfahren haben müssen, das wurde vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte nicht einmal angenommen. Im Übrigen Gott sei Dank, wie sich viele Jahre später dann herausgestellt hat. Na, wie ist es dann weitergegangen? Sie haben dann einen anderen Weg gesucht, zu Ja, Ihrem Recht zu kommen. nicht gesucht, das war ein reiner Zufall. Ich habe in einer Zeitung gelesen, im Jahr 2004, im April 2004, im Kurier, Seite 4, die UNO verurteilt das, was in Saalfelden passiert ist. Na, was ist denn in Saalfelden passiert? Da wurde ein Amtsleiter nach einem skandalösen Disziplinarverfahren entlassen. Der hat eine Beschwerde beim UN-Menschenrechtsausschuss in Genf gemacht und war damit erfolgreich. Und so begann dann eine lange Geschichte, die noch weitergehen wird. Okay, und Sie sind dann auch diesen Weg gegangen? Ja. Ich habe dann mit diesem Herrn Dr. Berterer, ein ganz tüchtiger und sympathischer Mann, ein engagierter Beamter übrigens,
Kontakt aufgenommen. Er hat mir Kubikmeter meiner Akten geordnet. Es ist Dr. Morawa, Professor Dr. Morawa, Rechtsanwalt in Salzburg, den ich besonders hervorheben möchte, hochqualifiziert, hoch engagiert, hat auch meine Beschwerde eingereicht beim UN-Menschenrechtsausschuss. Und nach 2 Jahren wurde diese Beschwerde behandelt und es wurde eine Entscheidung veröffentlicht. Was war das für Entscheidung? Die Entscheidung lautete, der Beschwerdeführer, also ich, habe das Recht auf ein Rechtsmittel und auf angemessenen Schadenersatz. Das war die Entscheidung des UN-Menschenrechtsausschusses. Wie ist es dann in Österreich weitergegangen? Ja, ich habe mich gefreut, dass diese Entscheidung zu meinen Gunsten erfolgt ist und habe dann der damaligen Regierung, das war John Gusenbauer, glaube ich, gesagt, Genf, der UN-Menschenrechtsausschuss in Genf hat so entschieden, ich möchte einen Wiederaufnahmeantrag stellen und ich habe Forderungen. Angemessenen Schadenersatz, meine Forderungen detailliert aufgeschlüsselt waren, 2,9 Millionen Euro aus meinem Dienstvertrag inklusive Pension ohne Zinsen und 100 Millionen Euro Schadenersatz. Wie haben die Verantwortlichen in Österreich reagiert auf Ihre Forderung? Ja, zunächst muss man mal fragen, wer sind die Verantwortlichen oder wer hat sich da verantwortlich gefühlt? Wir haben ja Bundesregierung, Bundeskanzler, Ministerien. Also da war zunächst einmal eine große Konfusion, wer ist denn da überhaupt zuständig? Der Bundeskanzler, der Außenminister oder das Justizministerium? Also dann hat sich herausgestellt, es ist das Außenministerium zuständig und ich habe dann mehrmals sehr freundliche Besprechungen mit einem jetzigen Botschafter in Tschechien, Dr. Trautmannsdorf, geführt und habe meine Position damals bekannt gegeben. Und seine Antwort und letztlich die Antwort der Regierung war, ja, wir haben, es ist richtig, wir haben einen völkerrechtlichen Vertrag abgeschlossen, aber der ist in Österreich nicht durchsetzbar. Und jetzt wird es sehr wichtig, jetzt muss ich das ganz präzise formulieren, damit das Außenstehende verstehen. 1978 hat die Republik Österreich mit der UNO einen völkerrechtlichen Vertrag abgeschlossen, den Internationalen Pakt für bürgerliche und politische Rechte. Und da wurde ähnlich wie in der Europäischen Menschenrechtskonvention, aber etwas detaillierter und umfangreicher, wurden die Rechte der Bürger definiert. Und da steht zum Beispiel auch das Recht auf ein faires Verfahren ein wesentlicher Punkt. Anlässlich der Ratifizierung dieses UN-Vertrags im Jahr 78 hat man einen sogenannten Erfüllungsvorbehalt beschlossen. Es geht aus den Parlamentsprotokollen hervor. Und diesem Erfüllungsvorbehalt, der besagt, wir müssen diesen völkerrechtlichen Vertrag noch in die österreichische Rechtsordnung einbinden durch sogenannte Ausführungsgesetze. Und die Pointe ist, seit nunmehr 35 Jahren sind diese Ausführungsgesetze nicht beschlossen worden. Was hat das für Konsequenzen für jeden einzelnen Bürger und für jede einzelne Bürgerin? Menschenrechte, Bürgerrechte sind in Österreich nicht durchsetzbar. Das ist eine absolut untragbarer Zustand. Und ich glaube, dass diese Thematik noch mehr an die Öffentlichkeit kommen muss. Ich werde meine entsprechenden Aktionen setzen. Sie haben ja auch schon Aktionen gesetzt. Sie haben da sämtliche Parteien informiert über diesen Missstand in Österreich. Wie haben diese Parteien, auch die Oppositionsparteien, reagiert auf Ihre Information? Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, das haben wir vor vielen Jahren schon gemacht. Wir wollten ja auch fair sein in unserem Kontakt mit der Politik. Politik heißt Legislative, die Abgeordneten, die Parlaments,
die Vorsitzenden der Parlamentsparteien und auch die Exekutive, die zuständigen Minister etc. Wir wollten fair sein und haben also diese Problematik dargelegt, verständlich dargelegt und veröffentlicht auf einer Website und auch deren Reaktionen veröffentlicht. Und jetzt kann ich nur den Zustand, der schon Jahre alt ist, kurz schildern. Fangen wir bei der SPÖ an. Das Thema ist der SPÖ bekannt. Ich wurde auf den Verfassungsausschuss verwiesen. Von diesem Verfassungsausschuss habe ich seit vielen Jahren nicht wirklich was gehört. Die ÖV, aber Sie haben sich gewarnt an den Verfassungsausschuss? Ja, selbstverständlich. Es sind in 100 Jahren. Und die haben nicht reagiert? Sie haben nicht konkret reagiert. Ja? Obwohl okay. Sie ganz genau wissen, immerhin eine Regierungspartei, obwohl Sie ganz genau wissen, dass dieses Problem virulent ist. Im Übrigen ist in dem Zusammenhang, es geht ein bisschen um Parteipolitik natürlich auch in dem Thema, verweise ich auf Recherchen, die wir gemacht haben. Im Jahr 1978 wurde dieser internationale Pakt für bürgerliche und politische Rechte ratifiziert, wie ich schon erzählt habe. Und dann gab es eine Diskussion im Parlament und diese Diskussion wurde auch veröffentlicht, die Protokolle. Und da hat eine sehr interessante Persönlichkeit, der damalige Abgeordnete Schieder, später Generalsekretär des Europarats, gemeint, er hat das Problem damals erkannt, wir haben jetzt das ratifiziert und einen Erfüllungsvorbehalt gemacht, aber wie läuft denn das wirklich, wenn jemand erfolgreich ist mit einer Beschwerde beim UN-Menschenrechtsausschuss? Er hat vor 35 Jahren genau das Richtige erkannt. Und diese Thematik müsste und ist zweifellos Regierungsparteien wie der SPÖ bekannt. Die konkreten Antworten stehen nach wie vor aus. Bleiben wir bei der SPÖ. Ich habe vor wenigen Wochen bei einer Veranstaltung in der Industriellen Vereinigung den Herrn Bundeskanzler Faymann angesprochen. Ich war da relativ gut vorbereitet und habe ihm gesagt, Herr Bundeskanzler, wenn ich provokant wäre, würde ich Ihnen die Frage stellen, ist Ihnen bekannt, dass in Österreich Menschenrechte und Bürgerrechte nicht durchsetzbar sind? Und dann habe ich ein bisschen den Hintergrund erzählt. Er hat die Frage aufgenommen, hat sie sofort an seinen Staatssekretär Dr. Ostermeier weitergegeben. Der kam dann auch zu mir und ich habe ihm das kurz erklärt, worum es geht, habe ihm zum besseren Verständnis wie immer in der Politik entsprechende Dokumente geschickt. Bis heute habe ich noch keine Antwort bekommen. Also es, bei der SPÖ ist das noch völlig offen. Die Haltung der SPÖ ist für mich intransigent. Kommen wir zur ÖVP. Da habe ich den Herrn Vizekanzler und Außenminister, zuständigen Minister Spindelegger mal in der Diplomatischen Akademie angesprochen auf das Problem. Ratifizierung, Ausführungsgesetze sind seit 35 Jahren nicht beschlossen. Und darauf kam die Antwort, wissen Sie, wenn man internationale Verträge abschließt, dann ist es üblich, einen sogenannten Erfüllungsvorbehalt zu vereinbaren. Und ein Erfüllungsvorbehalt hat den Sinn, diesen internationalen Vertrag in die österreichische Rechtsordnung einzubinden. Also, lieber Herr Vizekanzler, das habe ich schon vorher gewusst. Ja? Das war auch keine befriedigende Antwort. Also die Haltung der ÖVP ist sehr problematisch, meiner Meinung nach. Ich könnte Ihnen dann auch noch die Reaktion des Club-Obmanns im Parlament, Kopf, auch vor 2 Jahren circa, mir gegenüber erläutern. Ich sagte, das ist ein gesellschaftlich außerordentliches Problem, dass die Bürger wohl beschriebene Menschenrechte haben. Aber wenn sie verletzt werden, haben sie keine Chance, sie durchzusetzen. Das ist doch absurd. Und ich habe ihm damals angekündigt, dass wir das in die Öffentlichkeit bringen, was wir ja tun und in der Zukunft besonders intensiv tun werden. Die Antwort des Herrn Kopf war, wollen Sie mir drohen? Nicht? Das ist das,
Demokratieverständnis, wenn man Parlamentarier, Spitzenparlamentarier mit so einem Thema anspricht. So, nächster Punkt, FPÖ. Da gab es auch eine Reihe von Kontakten. Die grundsätzliche Haltung der FPÖ ist, wir wollen nicht haben, dass eine außerhalb Österreich angesiedelte Institution auf die österreichische Rechtsprechung einwirkt. Naja, das ist eine interessante Haltung. Ob sie vernünftig ist und dem österreichischen Volk dient, ist eine andere Frage. Ich komme jetzt zu den Grünen. Die Grünen haben parlamentarische Anfragen gemacht und sind der Auffassung, dass diese Ausführungsgesetze, die noch fehlen seit 35 Jahren, unbedingt beschlossen gehören. Leider haben sie politisch im Parlament noch nicht Aktivitäten gezeigt. Man hätte ja einen Initiativantrag machen müssen und so weiter. Bis heute nicht geschehen. Letzte Anmerkung, das BZÖ hat auch eine parlamentarische Anfrage gemacht. Die wurde dann vom Herrn Bundeskanzler Faymann, glaube ich, beantwortet, mehr oder weniger unvollständig, sage ich jetzt einmal sehr dezent, und es wurde nicht nachgefasst in einem Thema, das, wie gesagt, jeden Bürger berührt. Und das halte ich für außerordentlich problematisch. Ich hoffe, dass mir das gelungen ist, die Frage zu beantworten, wie waren unsere Kontakte mit der Politik und wie ist der jetzt schon? Mich würde mich auch interessieren, wie steht denn die Rechtswissenschaft in Österreich zu dieser Frage? Ja, das ist eine ganz, ganz wichtige und entscheidende Frage. Da könnte ich jetzt stundenlang drüber reden. Ich fasse zusammen. Die Rechtswissenschaft sagt, es gibt diesen internationalen Vertrag und die Entscheidungen des UN-Menschenrechtsausschusses, sogenannte Views auf Englisch, sind für Österreich nicht verbindlich. Das sagt die Wissenschaft. Und da gibt es reihenweise Symposien, Veranstaltungen, internationale Tagungen sind nicht verbindlich. Es gibt allerdings Persönlichkeiten aus der Wissenschaft, zwei nenne ich, der Universitätsprofessor Novak, Leiter des Ludwig-Boltzmann-Instituts für Menschenrechte, sagt in einem Gutachten eindeutig, das ist an sich umzusetzen. Und eine besonders hervorragende Figur der Wissenschaft ist der Universitätsprofessor Dr. Funk, der leise, aber bestimmt bei einer Veranstaltung gesagt hat, der Dr. Lederbauer hat recht, weil eben keine Ausführungsgesetze beschlossen worden sind zu dem UN-Vertrag, ist das legislatives Unrecht. Also Unrecht auf der Ebene des Gesetzgebers. Das ist die Haltung der Wissenschaft, der Professoren. Vor wenigen Wochen habe ich ein Buch bekommen, das kann man auch der Wissenschaft zuordnen, glaube ich. Es heißt Wiedergutmachung bei Menschenrechtsverletzungen. Eine Frau Dr. Stadelmeier schreibt hier ein Buch, ein brillantes Buch, ist eine Dissertation mit hunderten Hinweisen und Belegen. Und das Ergebnis ist, das ist unbefriedigend, das ist völlig unklar bzw. untragbar, dass Menschenrechte, wenn sie verletzt werden, nicht wieder gut gemacht werden können. Wir werden aber aufgrund eines genauen Studiums dieses Buches auch jetzt international aktiv werden. Die wichtigsten Personen, Persönlichkeiten und Institutionen, die da genannt werden, weltweit auf diese Problematik ansprechen. Also, wenn ich einmal kurz zusammenfassen darf, also nach Ihren Erfahrungen sind Menschenrechte und politische und bürgerliche Rechte in Österreich, obwohl es internationale Verträge gibt, die uns Österreich dazu verpflichten, sind in Österreich nicht durchsetzbar. Ja, so ist es. Ja. Und das ist nicht den Menschen nicht bewusst. Ehrlich gesagt, mir war das auch völliges Neuland. Ich bin ja kein Jurist, aber bin jetzt ein Betroffener und habe dann eben erkannt, das ist völlig unklar, völlig ungelöst und völlig unbekannt.
Bei der Bevölkerung kann ich es ja noch verstehen. Aber in der Politik müsste wenigstens die Kernpersönlichkeiten darüber informiert sein und eine klare politische Haltung haben. Und wenn man schon als Politiker und als politische Partei die Bevölkerung vertritt, in einem so wichtigen Punkt, so müsste man auch Farbe bekennen. Und das ist trotz unserer Bemühungen bis heute nicht klar genug gelungen. Na, warum, glauben Sie, ist es so schwer, tut sich die Politik so schwer, das umzusetzen? Was ist der Hintergrund? Ja, also ich bin ja kein Politiker und schon gar kein Polit-Insider. Ich bin ein interessierter Beobachter des politischen Geschehens seit Jahrzehnten. Ich habe mir diese Frage auch immer wieder gestellt. Also mit so einer Frage, die müsste doch an der Spitze der Forderungen einer politischen Partei, wahlwerbenden Partei sein, Bürgerrechte zu definieren. Das ist umfangreich geschehen, aber diese Bürgerrechte auch durchsetzbar zu machen, das ist ein Problem, wie ich schon erläutert habe früher, das nach wie vor offen ist und es ist auf keinem Programm der wahlwerbenden Parteien zu erkennen. Im Übrigen, ich habe nur die bisherigen Parteien angesprochen, das Team Stronach haben wir auch versucht zu informieren, den Herrn Stronach persönlich, der sich ja sehr bemüht, aber von seiner Entourage mehr oder weniger abgeschirmt wird, wenigstens von solchen Fragen. Er persönlich hat sich wohl dafür interessiert gezeigt, aber die Reaktion war bisher null. Ich verstehe das ja, wenn man noch erst in den politischen Ring erst steigt, aber schön langsam wäre es doch Zeit, dass eine Gruppierung, die diese drei Themen voranstellt, sich auch darum kümmert. Na, soweit ich weiß, hat die Piratenpartei dieses Thema in ihren Foren also zur Diskussion gestellt und ich glaube, es gibt mittlerweile sogar schon eine Abstimmung, also dass sie das zum Thema machen wollen und dass sie eben, was eher Selbstverständlichkeit eigentlich ist, ja, dass sie für die Durchsetzung von Menschenrechten und Bürgerrechten sind und dass eben dieser Pakt eben Durchführungsgesetze bekommen muss, dass er in Österreich überhaupt durchführbar ist. Eine weitere Frage ist, wenn in einem Land es nicht möglich ist, dass grundsätzliche elementare Menschenrechte oder Bürgerrechte bzw. politische Rechte nicht durchsetzbar sind, kann man dann eigentlich von einem funktionierenden Rechtsstaat sprechen? Ja, ganz sicher nicht. Das ist eine der Kernfragen. Man diskutiert Rechtsstaat, beschwört, dass wir ihn haben. Okay, wir haben einen Rechtsstaat, aber wie funktioniert dieser Rechtsstaat? Wie funktioniert er im Bereich der Rechtsprechung zum Beispiel, wenn die so wichtigen Bürgerrechte und Menschenrechte, die an sich genau definiert sind, nicht eingehalten werden, wenn diese Regeln, die Verpflichtungen gebrochen werden, was ist dann bitte? Dann kann man sich beschweren. In letzter Konsequenz, auf gut Wienerisch gesagt, man kann zum Salzamt gehen. Es ist völlig sinnlos derzeit, so eine Beschwerde einzureichen, das kostet nur Geld und Nerven. Das ist absolut untragbar. Und ich habe ja starkes Rückgrat gezeigt und war mal in meiner Jugend Dauerläufer und Geländeläufer. Also im übertragenen Sinn war das schon ein langer Geländelauf bis jetzt, den ich aber fortsetze. Wir werden also jetzt verschiedene Maßnahmen setzen, erwähnt habe ich schon. Wir werden das in Österreich leider nicht mehr sehr intensiv in den Wahlkampf in Europa und international zum Thema machen. Ja? Und zwar international heißt das auch mit den verschiedenen Regierungschefs und Staatspräsidenten. Nicht, es geht ja so um die Frage, hält das eine oder andere Land, ich nenne jetzt keine, die Bürgerrechte ein oder hält sie nicht ein. Also wie ist das mit Österreich zum Beispiel, mit dem Modellland Österreich? Werden die Bürgerrechte eingehalten, beziehungsweise gibt es Konsequenzen, wenn sie verletzt worden sind? Das ist einmal das eine. Und das andere, das ist auch eine sehr wirksame Handlungsweise. Ich bin aufgrund meiner
Öffentlichkeitsarbeit im Internet gibt es unter meinem Namen, Dr. Wolfgang Lederbauer, findet man tausende Dokumente, die dieses Thema betreffen. Da haben mich schon sehr viele Leute angesprochen und mir ihre Geschichte erzählt, und ich habe mich entschlossen, den Leuten zu helfen, indem ich Verfahren begleite, aufbereite, begleite mit menschenrechtlichen relevanten Fragestellungen befasse und dann diese Verfahren, ich versuche beizutragen, dass die Verfahren entsprechenden Regeln, faires Verfahren und so weiter eingehalten werden. Da haben wir eigentlich schon, obwohl es sehr komplizierte Fälle sind, schon einige Erfolge in den Verfahren selbst. Wenn ein Richter merkt, da begleitet jemand dieses Verfahren, dann habe ich schon den Eindruck und auch konkrete Ergebnisse, dass das einen Sinn hat. Ich werde aber, weil das ein riesiger Bedarf ist, im Rahmen einer unternehmerischen Aktion eine kleine Firma gründen, die Fight for Civil Rights, die also national und international das professionell umsetzt. Sie haben ja mittlerweile, Sie und Ihr Verein hat ja viele Erfahrungen gemacht bei der Begleitung von Verfahren oder Prozessen. Ja. Wie schaut das aus? Gibt es bei uns ein faires Verfahren oder wie schaut das in der Realität aus? Wie funktionieren jetzt unsere Gerichte bzw. wie funktioniert unser Rechtssystem? Heben obere Instanzen Fehler auf, die stattfinden? Oder wie läuft das ab nach Ihrer Erfahrung? Ja, ja. Na gut, meine Erfahrung ist natürlich minimal im Vergleich zu den 10.000 Fällen pro Jahr. Ich habe einige Dutzend Fälle bisher begleitet und für mich ist die Sache relativ einfach. Die Verfahrensregeln sind klar definiert, zum Beispiel in der Strafprozessordnung und in der Zivilprozessordnung. Das sind nationale Gesetze, die einzuhalten sind von der Judikative, und ich würde sagen, oberflächlich betrachtet werden diese Verfahren, wird versucht, diese Regeln einzuhalten. Was ich aber konkret bemerkt habe in verschiedenen, zum Teil sehr heißen Fällen, dass die Betroffenen sich sehr schwer tun, entsprechend dieser Verfahrensregeln sich zu artikulieren, zu substanziieren, um eine Sprache der Juristen zu verwenden. Und das ist ein entscheidender Punkt. Man hat als Betroffener ja das Recht, Beweisanträge zu stellen. Man hat das Recht, Zeugen zu nennen. Man hat das Recht, an die Zeugen Fragen zu stellen. Das sind elementare Rechte in der Zivilprozessordnung, Strafprozessordnung, aber auch in diesen internationalen Verträgen. Und wenn man das konsequent macht, und das ist also ein wichtiger Beitrag, den ich wirklich konsequent mache, wenn man hier die Betroffenen coacht, dann kommt da Ordnung hinein. Und dann merke ich, dass die Richter, soweit ich die Prozesse begleitet habe, durchaus bereit sind, entsprechend diesen Regeln vorzugehen. Wenn sie das nicht machen würden, würde in der nächsten Instanz das ein Nichtigkeitsgrund sein. Aber das muss substanziert sein. Wie ist die Rolle der Anwälte bei diesem Verfahren? Ja, um Himmels Willen, man kann natürlich das nicht generalisieren. Ein Rechtsanwalt ist einer der wichtigsten Berufe im Bereich der Juristen. Es gibt eine Rechtsanwaltsordnung und man kann einmal davon ausgehen, dass die Rechtsanwälte ihren Beruf ernst nehmen und korrekt handeln. Meine Erfahrung ist allerdings, in einigen Fällen bemerkenswert. Also, da hat ein Herr Beweisanträge gestellt, Zeugen genannt und auch Fragen an Zeugen vorgeschlagen. Und ein Rechtsanwalt hat das nicht zur Kenntnis genommen. Ein Faktum. Das ist nicht korrekt. Ja? In einem anderen Fall, den ich begleite,
waren die Beweisanträge wohl gelegt worden, aber Beweisanträge und Nennung von Sachverständigen, aber die Richterin hat das nicht, hat das negiert. In der nächsten Instanz wurde das nicht aufgehoben. Also, ich möchte mich jetzt nicht zu sehr ins Detail begeben, ich möchte nur was Wichtiges sagen für jene, die betroffen sind und dieses Video sehen. Erstens, absolut erstklassige Aktenordnung, chronologisch geordnet, mit Einlageblättern. Zweitens, eine umfassende Sachverhaltsdarstellung aus dem eigenen Wissen. Und mit diesen Unterlagen, diesen wohl aufbereiteten Unterlagen, dem Rechtsanwalt die entsprechenden Informationen zu geben und auch, wenn es notwendig ist, die entsprechenden Weisungen. Da würde ich noch gerne wissen, sind Sie auch herangetreten an die UNO, die ja doch diese Entscheidung gemacht hat, dass sie die Ihnen Recht gegeben hat? Ja. Wie hat die UNO reagiert oder andere OECD, EU etc.? Ja, okay. Haben Sie das weitergeleitet an die überstaatlichen Institutionen? Ja. Ich bin sehr froh über diese Frage. Also, ich habe mich beschwert, wie ich schon einleitend gesagt habe, beim UN-Menschenrechtsausschuss. Das ist eine Organisationseinheit der UNO in Genf. Circa 19 Personen aus der ganzen Welt bearbeiten hier Beschwerden aus der ganzen Welt, das muss man sich vorstellen. Diese Institution, dieser UN-Menschenrechtsausschuss, wie ich in meinem Fall und anhand anderer Fälle genau studiert habe, hat erstklassig gearbeitet, wirklich erstklassig gearbeitet, hochkomplexe Themen vernünftig dargestellt und auch beurteilt. Also ich war sehr beeindruckt. Nur ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass für die ganze Welt 19 Personen die Kapazität haben, das dann umzusetzen. Im Übrigen, bei meinem Fall hat es eine interessante Reaktion des UN-Menschenrechtsausschusses gegeben. Eine Mrs. Wedgwood von Präsident Bush entsandte US-Staatsanwältin hat eine, in meinem Fall, eine sogenannte Dissentive Opinion formuliert, eine abweichende Meinung. Das ist beim UN-Menschenrechtsausschuss möglich, bei unseren Höchstgerichten noch nicht. Und da sagt sie, wenn jeder, wie der Beschwerdeführer Lederbauer, der wie ein Haudegen vorgegangen ist, zum UN-Menschenrechtsausschuss kommt, dann bricht diese Institution zusammen. Ich habe das sehr amüsant gefunden, aber man muss darüber nachdenken. Ich habe eben die Konsequenz gehabt, auch die sportliche Herausforderung, das zu tun, und war letztlich erfolgreich. Jetzt zu Ihrer Frage noch. Wir haben dann die UNO informiert, auch die Regierung hat die UNO informiert, durch sogenannte Berichte der Regierung an den UN-Menschenrechtsausschuss. Ja, da haben die gesagt, ja, da wird verhandelt. Im Fall Perterer, Dr. Perterer, den ich früher erwähnt habe, hat es dann geheißen, und jetzt hören Sie gut zu, ja, mit dem Dr. Perterer war keine Einvernehmen zu erzielen, seine Forderung aus dem Dienstverhältnis war ca. 500.000 Euro. Er wurde entlassen und schwer geschädigt. Man hat ihm angeboten, laut den Regeln oder Usancen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte pro Jahr verlängerter zu langer Verfahrensdauer 700 Euro, 5 Jahre waren das, 700 mal 5, das sind 3.500 Euro bekanntlich, das war die Entschädigung an jenen österreichischen Staatsbürger, der so schwer geschädigt wurde durch dieses Verfahren, beim Schaden von 500.000, 3.500 Euro, analog zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Und da komme ich auf einen weiteren unvorstellbar wichtigen Punkt. Ich verstehe bis heute nicht, dass weder in der Wissenschaft noch in der Politik noch in den Medien
diese skandalöse Situation behandelt wurde. Nicht einmal in diesem wissenschaftlich hervorragenden Buch wurde dieses Ungleichgewicht, diese unglaubliche Geschichte, dass ein Beschwerdeführer abgespeist wird mit einem Battle und damit die Republik Österreich exkulpiert ist beim Schaden von 500.000, 3.700 Euro. In meinem Fall geht es um höhere Summen. Ja, da hat man nicht einmal mehr ein Angebot noch gemacht. Im Übrigen habe ich, das gehört vielleicht auch dazu, ist zwar persönlich, aber es zeigt nur die Denke der mancher Politiker oder der entscheidenden Politiker. Ich habe den Bundeskanzler Gusenbauer in bestimmter und netter Form darauf hingewiesen, dass die Views des UN-Menschenrechtsausschusses vorliegen, und habe aber dann gleichzeitig gesagt, meine Forderungen aus dem Dienstverhältnis, Schadenersatz, und habe aber gleichzeitig einen Vorschlag gemacht. Ich kenne ja seit meiner Tätigkeit im Rechnungshof 15 Jahre, da hat man einen großen Einblick ins politische und administrative Geschehen. Ich habe ihm einen Vorschlag gemacht. Ich vergesse den Schadenersatz, der nachweisbar ist im Übrigen, und mache den Vorschlag aus der Fülle meiner Innovationen, die kamen dann immer im Laufe der Jahre immer mehr. Ich gebe alle Lizenzrechte aus diesen Innovationen der Republik Österreich für Österreich, wenn die Forschungs- und Entwicklungsarbeiten gefördert werden, bezahlt werden. Da geht es um Projekte, die ich jetzt nicht näher anführe, aber die für Österreich, übrigens auch für die ganze Welt, von großer Bedeutung wären. Im Internet steht das näher drinnen. Die Antwort war null. Null, keine Antwort. Gut, das ist also der Versuch einer Antwort. Dann haben wir aber auch sehr bald, der Dr. Bertrand und ich, der UNO geschrieben. Das war auch vor vielen Jahren schon, wo wir beide Fälle schön transparent, wir wissen, wie wichtig die Substanzierung ist, chronologisch aufgelistet haben, die verschiedenen Stufen, bis zur Beschwerde, bis zur Entscheidung über die Beschwerde und die weiteren Folgen. Also sehr vernünftig, auf Deutsch allerdings nur. Und haben große Schwierigkeiten gehabt, wem schickt man denn das jetzt? Also ich kann nicht nach New York fliegen und das beim Eingangsstempel abgeben, wem schickt man das? Das haben wir geschickt und die Antwort war null. Ja. Die Antwort war null konkret auf unser Vorbringen. Die UNO schreibt, also die UNO, der UN-Menschenrechtsausschuss in Genf, schreibt dann auch General Comments zu dieser Thematik. Auf Englisch, ist auch veröffentlicht auf unserer Website. Und da schreiben sie, die Staaten sind verpflichtet, das zu tun. Also eine eindeutige Haltung des UN-Menschenrechtsausschusses, letztlich der UNO. Die österreichische Regierung sagt, wie ich schon einleitend gesagt habe, ja, wir haben keine Ausführungsgesetze, das sind unverbindliche Empfehlungen, was ein unvorstellbarer Skandal ist. Und ich sehe jetzt nur mehr, also ich sehe viele Möglichkeiten, aber wir werden diese Thematik ganz gezielt auf mehreren Ebenen jetzt in die UNO bringen. Auch bis zur UNO-Generalversammlung, die Damen und Herren dort, die Regierungsvertreter, werden informiert, wie es um die Menschenrechte in den einzelnen Ländern steht. In Österreich, aber leider gilt das, was Sie mir aufzeigen, fast in jedem Land Europas bzw. der Welt. Das ist ein Drama. Also seit 1978 hat Österreich diesen internationalen Pakt für bürgerliche und politische Rechte unterzeichnet. Und seit 1978, mittlerweile sind das 35 Jahre, ist dieser internationale Vertrag in Österreich nicht umgesetzt. Das heißt, grundsätzliche, elementare, bürgerliche und politische Rechte sind in Österreich nicht durchsetzbar, obwohl Österreich nach außen sich gerne als einen Musterrechtsstaat darstellt. Und wir stellen uns jetzt die Frage, wie lange wird es jetzt noch dauern, bis auch in Österreich diese elementaren Grundrechte durchsetzbar sind. Ja? Herr Dr. Lederbauer, Sie und Ihr Verein Sofort Humanity kämpft auch weiter für die Durchsetzung dieser Rechte und wir hoffen, dass Sie bald Erfolg haben.
bei der österreichischen Politik, vielleicht die nächste Regierung, dass die bereit ist, uns diese Rechte zuzugestehen. Vielen Dank für das Gespräch.